begrüße Sie zu unserem Programm Quantisana TV Spezial. Mein Name ist Michael Eckhardt und moderiere heute für Sie. Zu Beginn schauen Sie sich doch mal diese Bilder an und mal sehen, ob Sie unsere Künstlerin erkennen. Haben Sie es erkannt, wer es ist? Dann stelle ich Sie Ihnen heute persönlich vor. Ich begrüße heute in unserem Studio Gabinka. Hallo, Michael. Hallo, wie geht's dir? Es geht sehr gut, danke. Wie geht es dir? Ja, auch gut, perfekt. Was steckt hinter Gabinka? Eine lange Geschichte. Bitte. Gabinka ist in Tschechien geboren, des Jahres 1973, dort aufgewachsen. Mit 19 das Land verlassen, sobald es möglich war, und ist in die Welt gegangen. Irgendwann bin ich in der Schweiz gelandet und Schweiz lieben. Seit wann gelernt. Bist du in der Schweiz? Ich bin seit 2000 in der Schweiz. Okay. Und ich male. Ich bin Künstlerin. Gut. Ich male Bilder und ich mache das sehr gern. Okay. Und habe natürlich diverse Absichten mit meiner Malerei. Ich male schon das Leben lang. Ich habe schon als kleines Kind angefangen. Irgendwann kamen positive Ressourcen zu mir und ich habe mir gedacht, aus der Gabinka, die hobbymäßig malt, machen wir mal eine Künstlerin, die die Welt vielleicht ein bisschen bewegt. Zur Bezeichnung Künstlerin. Es gibt ja verschiedene Künstler. Dein Segment ist dann Pop Art, ist richtig? Bezeichnet man das so, dass die Zuschauer das auch verstehen? Pop Art Künstlerin? Kann man so einstufen, ja. Ich habe mir schon bemüht, so ein bisschen eigenen Stil zu entwickeln, so dass man mich erkennt. Glaube, das ist mir auch gelungen, aber ja, das kann man halt Pop Art nennen, ja. Okay, und wann hast du angefangen zu malen? Wie schon vorher gesagt, schon als kleines Kind, ich habe schon immer gemalt, dann kamen andere Interessen, sage ich mal, in der Pubertät oder wo man sich selber sucht. Das Malen war immer bei mir im Vordergrund, ich wusste irgendwann, male ich wieder mal. Ich wollte eben meinen eigenen Stil ein bisschen finden, mich selber finden. Und das ist mir dann irgendwann gelungen, es kam eigentlich quasi von heute auf morgen sah ich Bilder, hatte ich Visionen und ich habe angefangen zu sparen für die erste Leinwände, für Staffeleien, Farben, Pinseln und ich glaube 2009 habe ich dann losgelegt, ja. Also professionell oder? Das erste Mal war das eine Art Therapie für mich. Ich habe angefangen in einer Zeit, wo es nicht unbedingt einfach war, gerade für mich im Leben. Und das war für mich so ein Ventil. Und das hat gut getan und den Leuten hat das gefallen. Plötzlich waren Leute da, die wollten meine Gemälde abkaufen und ich fand es super. Und ich dachte, okay, dann mache ich mal einen Beruf daraus. Okay. Und das kam dann von heute auf morgen oder war das ein längerer Prozess?
Das ist natürlich schon ein längerer Prozess gewesen. Man wird ja nicht von heute auf morgen, sage ich mal, Künstler und verdient direkt damit Geld. Erst einmal habe ich für mich gemalt, habe ich auch ein bisschen rumgebastelt und rumexperimentiert an meinem Stil. Wenn man sich meine Bilder ganz am Anfang anschaut und Bilder, die ich heute male, dann sieht man da einen Prozess und ein Werk. Okay. Diese beiden Bilder hinter uns, das sind ja eigentlich schon Bilder, die, sagen wir es mal so, höhere professionelle Ebene erreicht haben. Ist das richtig? Wenn du das so siehst, dann freut es mich natürlich. Ja, das ist so. Ich bemühe mich, wie gesagt, ja. Hab in erster Linie mich selber wollen finden, irgendetwas machen, was mich befriedigt. Das sind erst einmal die vielen Farben, die mir sehr wichtig ist. Meine Bilder sollen möglichst, wie sagt man das, binden, ja. Mit, hypnotisieren, die okay. sollen die Aufmerksamkeit wecken. Und dann sind natürlich auch die diversen Themas, die da hinten stecken. Und das ist schon ein bisschen mein Ziel, dann die Menschen zu bewegen, sei es jetzt eben mit der Ernsthaftigkeit da hinten, oder sei es die Farben, oder sei es einfach nur, dass das Bild den Menschen gefällt, weil es eine gewisse Ausstrahlung hat, die sie gerade mögen. Okay, dann beschreib uns doch mal diese zwei Bilder. Was kannst du über die beiden Bilder hier sagen? Was die stellen beiden die Bilder da? Heißen, das ist der Crazy King und das ist die Crazy Queen. Und okay. das ist natürlich so, wie in jedem anderen Bild von mir steckt eine persönliche Geschichte, okay. die ich immer dann auf dem Leinwand halt bearbeite und befasse mich immer mit meinem persönlichen Thema. Ich werde jetzt nicht gerne einfach in die Tiefe gehen, jetzt, was der Auslöser war, für die Bilder zu malen, sondern für mich ist es immer spannend, zu beobachten, wie das Publikum darauf reagiert, wie die Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen zeigen auf die Bilder. Und das sollen sie die Leute auch können mitnehmen, einfach das Gefühl, diesen Eindruck von dem Gemälde. Und ich finde das immer sehr spannend und lustig, weil es oft nicht mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Okay. Aber wenn man dann nachher in die Tiefe geht, dann ist man immer wieder überrascht, was alles so ein Bild in einem Mensch auslösen kann. Ja? Okay. So, wir sind bei 2009 stehen geblieben. Wie ging es weiter 2009? Wann kam der künstlerische Durchbruch, sagen wir es mal so? Ich würde mal sagen, nach meiner ersten Ausstellung, die ich gemacht habe 2012, damals im Lies, im Seeland, woher ich auch komme. Okay. Ich habe mir sehr bemüht, im Voraus Publicity zu machen. Ich habe mit den Zeitungen zusammengearbeitet, damals alles noch aus meiner eigenen Initiative. Ich habe natürlich Flyers, Einladungen, alles, was dazugehört, selber organisiert und habe eine Ausstellung auf die Beine gestellt, wo dann außer meinen Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten auch sehr viele fremde Menschen kamen, die halt eben Werbung im Fernseher gesehen haben oder Artikel in der Zeitung gelesen haben. Okay. Und das waren dann überraschend zweise auch die Menschen, die mir dann Bilder abgekauft haben. Also das sind wirklich Menschen, die zu der Ausstellung kamen. Die Ausstellung hat um 7 Uhr begonnen, die haben schon 6:45 vor der Tür gestanden und ich habe mich noch aufgeregt, warum sind sie schon da, ich bin noch nicht fertig. Okay. Und dann waren das genau die Menschen, die dann halt auch von mir Gemälde gekauft haben und es gelobt haben. Und das hat mich sehr gefreut, dass nicht meine Freunde oder Bekannte mir als Gefallen das Bild abgekauft haben, sondern wirklich Menschen, die mir gar nicht kennen, die nur aufgrund meines Kunstes, wo sie schnell Bild in Zeitung gesehen haben, gekommen sind und begeistert waren. Ja, das würde ich jetzt als das Erfolg nennen. Das hat mich dann nachher natürlich auch nach vorne getrieben und
das eine hat das andere gegeben und die Erfolge sind dann langsam gekommen. Ich durfte mit dem Herr Wiesner zusammenarbeiten. Der Herr Wiesner war der letzte Manager von Michael Jackson. Ich wurde auch zeitlang von der Familie Jacksons unterstützt. Ich habe in New York dürfen ausstellen in der Begleitung vom Herrn Jackson. Ich habe in Art Basel Miami dürfen ausstellen und noch diverse. Also Joe Jackson. Joe Jackson, okay. Ja, das ist der Vater von Michael. Und ja, es war eine sehr spannende und interessante Zeit und die Nachfrage ist immer noch groß und das freut mich. Es freut mich jedes Mal, wenn ich, sei es auf der Webseite oder auf meinen Internetseiten, positiven Feedback mitkriege von Menschen, die jetzt nicht mich als Person kennen, sondern wirklich nur auf meine Bilder reagieren. Das ist jetzt für mich mein persönliches Erfolg, eben Menschen zu erreichen und Menschen zu bewegen. Okay, also das heißt Amerika ausgestellt und von Amerika, wo ging es dann hin? Europa wieder zurück oder? Ich hatte auch die Möglichkeit, während der Fashion Week im Cannes ausstellen 2015. Das war auch sehr spannende Event für mich, weil wir die Kunst mit dem Mode, mit Fashion verbinden könnten. Und ich habe mir natürlich wieder Eindrücke von einer anderen Ebene holen können, eben Designers und Leute, die in der Modebranche arbeiten, die genau gleich begeistert waren von dem, was ich mache. Das ist immer für mich, sind nicht die Zahlen entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass Menschen emotional auf das, was ich mache, reagieren. Das ist mein Ziel. Bewegen, berühren, bewegen und Freude machen. In Erinnerung bleiben. Okay. Und vielleicht in Zukunft noch mehr die Welt bewegen oder die Menschheit bewegen. Gut. 2012 bis, wie kann man sagen, Karriere steigend, gleichbleibend? Es ist halt so in dem Leben eines Künstlers. Das ist halt, man ist mal oben, man ist mal unten. Ich denke mal, jeder, der auf gewisse Art und Weise Künstler ist, das muss jetzt nicht Malerei sein. Wir reden ja hier auch von der Schauspielerei, Sängerei, was auch immer. Das ist, wenn man sich oben halten möchte, dann ist es große Arbeit. Das sind nicht nur Ausstellungen und das ist ja nicht nur im Interviews geben können oder im Vordergrund stehen, Events besuchen. Das ist alles Organisation und präsent sein und im Gespräch bleiben, egal wie. Das ist heutzutage in heutiger Welt, wo alles sehr schnell konsumiert wird, wichtig. Okay. Also ich sage mal, für mein Empfinden, karrieretechnisch, immer ein bisschen steigend. Okay. Was sicherlich die Zuschauer interessieren würde, wie viele Bilder malst du denn so am Tag? Wie kann man sich das vorstellen? Stehst du morgens auf und fängst an zu zeichnen oder zu malen? Oder wie funktioniert das? Wie ist so der Tagesablauf von einem Künstler? Oder Künstlerinnen jetzt, sorry. Also, meine künstlerische Tätigkeit ist natürlich mit dem, was zwischen den Ohren passiert, verbunden. Denn Künstler, wenn ich keine Idee habe, dann kann ich auch nicht arbeiten. Okay. Das ist, ich glaube, mal die erste Voraussetzung eines Malers, dass man Idee hat. Inspiration bekommt. Genau. Okay. Inspiration, die hole ich mir immer vom Leben. Entweder es passiert etwas im Kopf, man bekommt eine Idee aufgrund von was immer. Das kann das Treffen mit einem Menschen sein, das kann ein einfaches Ereignis sein, sei es in der Schule jetzt mit meinem Sohn oder mal im Ausgang oder was auch immer. Oder man steht morgen auf, man träumt. Irgendwann sehe ich ein Bild und dann habe ich sofort auch schon Ideen, wie ich das umsetzen möchte, farbtechnisch und
und alles, was dazu gehört. Dann fange ich mal an zu skizzen, irgendwann bringe ich das auf Leinwand und lasse ich das alles auf mich wirken. Ich tue Farben auch sehr spontan auswählen. Ich lasse mich immer mit der Musik ein bisschen weiterleiten. Ohne Musik kann ich nicht malen, Musik gehört für mich dazu. Und die Bilder passieren einfach. Und mal ist das Bild schnell gemalt, weil ich genau weiß, wie. Und mal braucht das Bild länger. Das sind ja Bilder, die sind in einer Woche fertig bei mir. Das sind Bilder, die brauchen 2, 3 Monate, ein halbes Jahr, was auch immer. Der steht einfach so lange da, bis ich mental wieder bereit bin, weiterzumachen. Es sind Tage, Wochen dazwischen, bis ich wieder bereit bin, weiterzumachen. Also das ist für mich jetzt nicht unbedingt zeitabhängig oder was auch immer. Oder jetzt mechanisch abhängig. Es muss einfach im Kopf Sachen passieren. Okay. Die Zuschauer fragen dann sicherlich, wie erreicht man dich? Wo kann man jetzt aktuell Bilder von dir sehen? Wo sind Ausstellungen geplant? Gibt es da irgendwelche Informationen, die wir weitergeben können jetzt an die Zuschauer? Also auf jeden Fall jederzeit meine Webseite besuchen. Da ist alles fotodokumentiert und auch wenn etwas am Laufen ist, wird es sofort auf meiner Webseite erwähnt. Es ist sehr viel im Planen, ja. Und es wird, denke ich mal, auch viel passieren. Okay. Ich muss das jetzt ganz Step by Step eingehen und ich denke mal, ihr werdet sicher von mir bald hören. Okay, ja, das freut uns ja auf jeden Fall. Ja. Also, ja, und die wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt ein Bild mal live sehen, wo müsste ich da hinkommen jetzt bei dir? Hast du da eine Möglichkeit? Ich habe natürlich selber ein Atelier oder ein so? Ein Atelier, genau. Und ich habe natürlich auch anschließend zum Atelier einen Lagerraum, wo das, was ich im Moment habe, was ich gemalt habe, wo man besichtigen kann, das auf jeden Fall. Mein Ziel wäre das, einfach in der nächsten Zukunft mal eigene Galerie. Okay. Aufzumachen, mit dem tue ich mich jetzt mental beschäftigen und ja, es werden sicher bald einige Events laufen, wo man dann die Bilder besichtigen kann. Im Moment kann ich noch nichts Genaues sagen. Eigene Galerie haben, das heißt wo, was vom Ort her, was hast du da im Kopf, sagen wir mal so, also vom Land her, Schweiz oder also eher erst einmal Ausland? Ganz sicher erst einmal Schweiz und ganz sicher irgendwo in meiner Nähe, wo ich wohne, okay. Weil ich nicht nur Künstlerin bin, ich bin in erster Linie alleinerziehende Mutter. Okay. Und das muss ich halt so ein bisschen unter ein Dach bringen, damit mein Sohn darunter nicht leidet. Genau. Aber natürlich für die Zukunft, also Vorstellungen habe ich groß. Da ich kann mir sehr viel vorstellen, weltweit natürlich Galerien offen haben. Aber wie gesagt, ich muss mich langsam auf einen Punkt konzentrieren und dann den Ball vielleicht ins Rollen bringen und mal schauen, was passiert. Was die Zukunft bringt, das kann ich nicht bestimmen, leider. Ja, du bist ja hier jetzt bei uns, du kannst ja einen Aufruf starten. Also ich meine, wenn jetzt einer zuschaut, der sagt, hey, das gefällt mir ja, vielleicht können wir ja mal eine Ausstellung machen in unserer Galerie. Also einen Aufruf kannst du jetzt hier direkt starten. Liebe Zuschauer, wer auch immer jetzt zusieht und das Gefühl hat, wow, die Bilder da hinten, die sind toll und die Kunst, die Gabinka macht, gefällt mir super. Dann bitte, bitte, bitte kontaktieren Sie mich, sei es per Website oder melden Sie sich an diesen Sender zurück. Die werden euch sicher auch weiter Auskunft geben. Ich bin für sehr viel offen und bereit und ja, mal schauen, was passiert. Gut, ne, das hört sich gut an. Also ich meine, da wird sich sicherlich der ein oder andere melden. Also das ist schon so. Ja, das wäre natürlich super. Ich, wie gesagt, ich bin für alles offen und bereit und das muss sich einfach gut anfühlen für mich. Und ja, dann machen wir es doch. Okay. Und soll es dann wieder in Richtung internationalen Kunstgeschäft gehen oder mehr jetzt erstmal, sagen wir es mal,
von der Schweiz aus ganz Step by Step aufbauen oder wie soll das sich gestalten, sagen wir es mal? Was auch immer kommt. Das muss einfach Kopf und Fuß haben, was auch sehr natürlich, ich möchte natürlich die ganze Welt erreichen am besten. Ich würde gerne mal viele Menschen bewegen, aber was auch immer kommt, man muss kommen, reden und dann schauen wir mal. Ja, Gabinka, dann noch eine Frage. Wie bist du eigentlich auf unseren TV-Sender aufmerksam geworden, Quantisana TV? Oder wie sind wir jetzt zusammengekommen? Vielleicht interessiert das die Zuschauer auch noch. Das ist halt, heutzutage ist es so, man ist vernetzt, man hat gemeinsame Beziehungen, man hat gemeinsame Geschäftsbeziehungen und so bin ich auch auf dich gestoßen. Wir haben uns mal kurz gesehen. Ich habe dich ja angesprochen, weil ich weiß, dass du eben auch in der Kunstbranche tätig bist. Und wir hatten ein sehr interessantes und aufbauendes Gespräch gehabt. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einige Wege jetzt zusammen gehen werden. Ja, nee, das ist und richtig. Und das finde ich toll und ich freue mich auf die Zeit, wo jetzt kommt. Und deshalb bin ich auch heute hier, damit die Schweiz nicht vergisst, dass es mich gibt. Nochmal. Und ja, wir lassen uns überraschen, was die Zukunft so bringt. Ich bin positiv eingestimmt, ich sehe es wirklich, habe ein gutes Gefühl und ja. Ja, ich habe dir ja auch damals gesagt, also es steht ja schon sehr viel Potenzial hinter deiner Kunst und ich meine, da kann man das sehr gut promoten und ich meine, das muss nur vernünftig gemacht werden und bodenständig aufgebaut werden und deswegen bin ich der Meinung, also es steckt also sehr viel hinter deiner Kunst. Und danke. Ja, und schauen wir mal, da machen wir das Beste draus. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Gut. Also hat mich gefreut, dass du heute da gewesen bist. Also, und wie gesagt, wir sehen uns dann sicherlich noch kurzfristig wieder. Und liebe Zuschauer, seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Quantisana TV Spezial.